Herzlich willkommen bei zum Thema Network Security Monitoring. Wir haben heute zu Gast den Martin Scheu vom Unternehmen Switch. Er ist dort im Security-Team tätig und hat Kunden oder arbeitet mit Kunden aus der Logistik, Industrie und Energie zusammen. Ursprünglich haben sie die Universitäten und die Hochschulen miteinander netzwerktechnisch verbunden. Ich übergebe jetzt hiermit an Martin Scheu. Der Vortrag wird 45 Minuten dauern und nach diesen 45 Minuten, nach einer Ankündigung von mir, wird das Netzwerkteam von uns getrennt und somit wird das dann eine private Vorstellung sein. Somit die ersten 45 Minuten werden vollständig aufgezeichnet. Ich übergebe an Sie. Bitte schön. Wunderbar, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zum Netzwerk Security Monitoring. Mit der aktuellen politischen traurigen Lage hat das Netzwerk Monitoring nochmals an Bedeutung gewonnen. Alle sind irgendwie auf Nadeln und erwarten im Cyberbereich irgendwelche Aktivitäten. Das ist die nächste Slide. Was wir heute anschauen wollen, kurz ein Einstieg, um was es überhaupt geht im Netzwerk, wie das so aufgebaut ist, dann wie man ein Netzwerk Security Monitoring umsetzen kann und dann sicher ein großer Teil, dass wir noch Beispiele anschauen oder dann eben mit der Live-Demo das Netzwerk bei mir zu Hause, dass wir da reinschauen und sehen, wie das so aussieht und was uns eben das Monitoring oder wie uns das Monitoring unterstützen kann. Wie schon erwähnt, arbeite ich bei Switch, habe ursprünglich mal eine Lehre als Elektromechaniker gemacht, war dann viele Jahre auf Inbetriebssetzung unterwegs und dann so 2017 in die Security reingerutscht und jetzt eben seit gut drei Jahren bei der Firma Switch. Und wie erwähnt, dort für die Industrie, Logistik, Elektrounternehmen. Und von der Netzwerkseite her mache ich dort eigentlich nur die Netzwerke oder den Teil, welcher der Industrieteil ist, also nicht Büronetzwerk, sondern dort, wo normalerweise Maschinen miteinander reden. Aber vom Monitoring her spielt das keine Rolle, ist dieselbe Technologie. Gut, wenn wir jetzt eine Kommunikation anschauen, in der IT-Welt ist immer so das Beispiel Alice und Bob, oder? Die Alice sendet eine E-Mail zu Bob. Was passiert da genau im Hintergrund? Und wenn man das ein bisschen anschaut, dann hat man ja zu Hause irgendwo eine Internetbox oder Router, Modem, wie auch immer. Über Wireless bin ich dann verbunden. Aber dann der große Teil passiert dann untenrum, wo halt der Internet Service Provider, ISP, wie halt Bluewin, Green oder wenn Sie zu Hause haben, die diese Nachricht dann weiterleitet. Und dass die Nachricht auch ankommt oder eben den Weg findet, haben wir gewisse, Merkmale oder Sachen, die wir halt brauchen im Netzwerk, damit eine Kommunikation stattfinden kann. Das ist das Erste, die MAC-Adresse. Das ist eine Adresse, die jedes Gerät eigentlich fix eingebaut hat. Und mit dem ich eben erkennen kann, woher kommt jetzt das Paket oder die E-Mail und wohin soll sie gehen. Da zu erwähnen ist ein Teil dieser Adresse für die Hersteller reserviert. Also wenn ein Gerät von Apple kommt oder es ein Gerät von einem anderen Anbieter, dann kann ich das nachschauen oder eben mein Monitoring-Tool zeigt das dann an, dass es ein Gerät von Hersteller XY ist. Das hilft, wenn man sich im Netzwerk zuerst einmal ein bisschen rumschaut, was für Geräte habe ich überhaupt, hilft das, wenn ich eben sehe, was es für ein Hersteller ist. Dann das im Netzwerkbereich wohl wichtigste Element ist die IP-Adresse.
diese 192, 168, 1.1, haben Sie vielleicht auch schon ja, in Berührung bekommen, wenn man eben etwas Neues einrichten muss, die Internetbox oder so, dann muss man sich darauf verbinden und meistens muss man dann so im Webbrowser so eine Adresse eintippen. Auch im Internet ist sind diese Adressen noch sehr verbreitet, obwohl es mit dem Version 4 eigentlich eine ältere Version ist. Es gibt Version 6, wo wir eben viel mehr solche IP-Adressen zur Verfügung haben, weil die Anzahl an Adressen aus Version 4 ist aufgebraucht. Aber man sieht auch ein bisschen, die Version 4 ist noch einfacher zum Merken oder ja, ich kann das eintippen, bei der V6 ist das eigentlich schon unmöglich. Dann gibt es ganz viele Dienste im Netzwerk, die Kommunikation ermöglichen. Ein wichtiger Dienst ist DNS, so etwas wie das Telefonbuch. Da wird die Verbindung gemacht zwischen einem Namen und eben der IP-Adresse. Also ich kann, das ist ja wie die Telefonnummer und eine Adresse, wo ich dann nachschauen kann in diesem Dienst, wer ist hinter dem Namen tut mir dann so die richtige IP-Adresse bekannt geben. Dann gibt es noch viele weitere. Ich habe da DHCP aufgeführt, das ist für die Adressverwaltung in einem lokalen Netzwerk, dann NTP für die Zeit, also dass alle Geräte die gleiche Zeit haben, HTTP für die ganze Webinterface, Websachen, SMB, also Dateitransfer, Dateien hin und her schieben und SMPT noch für E-Mail. Gibt aber noch weitere, ist in dem Sinne nicht abschließend die Liste. Dann, wenn wir die Kommunikation genauer anschauen oder im Detail anschauen, dann spricht man von Paketen und die E-Mail wird dann in verschiedene Netzwerkpakete aufgeteilt und so ein Paket ist aber auch etwas verschachtelt, muss man sich da vorstellen. Die eigentlichen Daten sind eingepackt in verschiedene Layers oder andersrum, das OSI-Modell beschreibt diese verschiedenen Layers. Wenn wir im Monitoring unterwegs sind, kommen wir immer wieder mit diesen drei Hauptlayers, also Ethernet, IP und dann TCP, UDP in Berührung. Die eigentlichen Daten ist immer am Schluss, oder? Vorher habe ich eben die MAC-Adresse im Level Ethernet, die IP-Adresse, wie der Name schon sagt, im Level IP und dann weiter oben habe ich dann die für die Benutzer oder Benutzerdaten oder die E-Mail, die ich eigentlich schreibe, die sind dann dort drin. Jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie ich mit diesen Netzwerkdaten arbeiten kann oder eben diese Pakete anschauen oder aufzeichnen kann. Da ist mal eine Variante Full PCAP, also ich zeichne wirklich alle Netzwerkpakete auf. Das braucht natürlich relativ viel Speicher, wenn ich da tageweise aufzeichnen will. Eine zweite Variante ist Flow, der Netzwerkflow oder Fluss, wo ich nur bestimmte Merkmale aufzeichne, also die IP-Adresse, die Ursprungssource oder die IP-Adresse, das Ziel, Destination und dann jeweils noch den Port und das Protokoll dazu. Plus natürlich die Uhrzeit, wann der Flow startet und wann er endet. Und damit habe ich natürlich viel, viel weniger Daten, kann aber zum Verhalten im Netzwerk auch viel, viel aussagen. Wenn man sich das mal anschauen will, ist der Wireshark das Tool, da ist ein Wahl dazu. Das kann ich bei mir lokal installieren und kann da reinschauen, was passiert. Wenn man hier wieder Screenshot das anschaut, dann sieht man jedes Paket sehe ich, das ist eine Linie, ist aber zum damit arbeiten eher schwierig, oder? Es geht da wirklich sehr ins Detail. Und ich
wenn ich irgendwie Zusammenhänge sehen will, ist das auf den ersten Blick nicht möglich. Ich kann das auch schnell im Live-System zeigen. Schnell wechselt. Wenn ich das einfach laufen lasse bei mir, dann gehen die Linien da im Bildschirm rauf und man sieht die Anzahl an Paketen. Ich bin da eigentlich schon seit 2 Millionen eine kurze Zeit, die das läuft. Kann aber daraus noch nicht viel ableiten. Dann, wenn wir anschauen, was heute im Netzwerk ist, bei eben zu Hause oder auch in der Firma, in einem KMU, dann sind das schon sehr, sehr viele Geräte, die fast jedes Gerät, technische Gerät oder mit dem, was ich mache, hat irgendwie heutzutage braucht oder hat Zugang zum Netzwerk. Also Smart TV, Drucker natürlich, Smartphone, PCs, alle wollen irgendwie verbunden werden, damit man die Services, die Geräte anbieten, auch wirklich nutzen kann. Geht noch weiter, natürlich die ganzen IoT-Sachen, also ich kann die Waschmaschine auch ans Netzwerk hängen, dann wenn ich eine Solaranlage habe, die muss auch am Netzwerk sein. Mein 3D-Drucker ist vielleicht auch am Netzwerk, die Heizung ist am Netzwerk, dann natürlich die ganze Smart-Meter-Sache, also für die Energiemessung, irgendwelche Überwachungskamera, die ich zu Hause habe, alles kommt ans Netzwerk. Und da ist halt eine Problematik, dass mir natürlich, wenn ich dann von meinem Mobiltelefon auf die Geräte zugreifen muss, muss ja irgendwie die Verbindung hergestellt werden vom Gerät zu meinem Smartphone. Und das geschieht halt immer über die Server von dem Hersteller oder irgendwie die Server halt von irgendwelchen Cloud-Anbietern. Das heißt, meine Daten gehen immer aus meinem Netzwerk raus und finden dann irgendwie den Weg wieder zurück auf mein Telefon. Und das ist so eine Anwendung halt fürs Security Monitoring, wo ich schauen will, wie sind dann meine Datenflüsse in meinem Netzwerk. Neben den Datenflüssen natürlich auch die ganze, gerade im KMU-Umfeld oder in einer Firma, habe ich eventuell auch gewisse Richtlinien, dass ich sage, zum Beispiel Remote-Support, also über Teamviewer oder was es sonst noch gibt, ist erlaubt oder eben nicht erlaubt. Dann kann ich natürlich mit einem Monitoring das überprüfen und schauen, wird jetzt das auch so eingehalten oder nicht. Dann natürlich die ganzen Einstellungen, wenn ich sage, Gerät XY darf eben eigentlich sich nicht mit dem Internet verbinden, dann kann ich das mit dem Security Monitoring auch überprüfen. Und natürlich der Fall, dass ich irgendwas, eine Anomalie finde oder im schlimmsten Fall ein Hackerangriff oder sonst irgendwas mit krimineller Energie, was unterwegs ist in meinem Netzwerk, das will ich natürlich sehen. In der Praxis ist aber der größte Teil sind falsch eingestellte Geräte oder eben, wenn man Richtlinien einhalten soll, dass es dort Abweichungen gibt, dass, wenn man sagt, der Teamviewer ist nicht erlaubt, dass halt doch benutzt wird, weil man braucht irgendwie die Unterstützung für eine Software oder ein Gerät und der Hersteller von diesem Gerät bietet nur Teamviewer an. Aber es gibt halt auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit, wann was benutzt worden ist und das hilft, wenn dann doch mal was passiert, zum Verstehen, was im Netzwerk läuft. Dazu möchte ich aber auch erwähnen, wir verwenden dazu diese Ingenieurfliege als Beispiel, dass Netzwerkmonitoring oder auch Anomalieerkennung, das ist immer eine abschwächende Maßnahme. Also das heißt, das Top-Ereignis in der Mitte ist bereits eigentlich passiert oder erst dann kann ich etwas erkennen. Wenn man das vergleicht mit präventiven Maßnahmen,
wo ich eben präventiv etwas mache, bevor etwas passiert, dann sollte der Fokus, also ich sage jetzt im KMU-Bereich, sollte der Fokus natürlich auch dort sein. Man kann es vergleichen mit dem Autofahren, oder? Ich lege dort den Sicherheitsgurt an. Wenn ich aber aufs Glatteis komme, das wäre dann das Top-Ereignis, dann kann ich ins Schleudern kommen. Es ist aber noch kein Unfall passiert, oder? Wenn ich Glück habe, dann schleudere ich einfach und vielleicht in der Wiese steht dann mein Wagen still. Dann die abschwächende Maßnahme Mitigation, wie man sagt, das wären dann ABS, wo ich habe, oder all sonst diese technischen Systeme. Die helfen ja erst, wenn etwas passiert, können aber vielleicht eben wie auf Glatteis gar nicht mehr helfen. Präventive Maßnahmen wären dann eben der Sicherheitsgurt, der hilft mir halt, bevor etwas passiert, muss ich das machen. Und wenn es dann passiert, hilft mir das eben, dass mir weniger passiert. Und das kann man so auch in der Security anwenden, dass man das immer halt im Kopf habt, wenn ich mit dem Netzwerkmonitoring etwas sehe, dann ist es unter Umständen schon zu spät, also etwas ist halt schon passiert. Ich kann aber vielleicht das daraus eben Maßnahmen ableiten, damit die Konsequenzen nicht so schlimm ausfallen. Gut, jetzt wirklich zum Netzwerk Security Monitoring. Was brauche ich dazu? Das ist einmal natürlich einen Sensor. Ich muss irgendwo die Netzwerkdaten abgreifen können. Dann brauche ich irgendwie eine Anzeige oder wie ich da mein Monitoring verwalten kann. Und ich sollte auch eine Alarmierung haben, dass wenn eben das Monitoring etwas festgestellt hat, dass ich irgendwie auf einem Kanal eine Meldung bekomme, dass eben was passiert ist und ich dann nachschauen kann. Dazu gibt es im Open-Source-Bereich verschiedene Software-Suiten, sage ich jetzt mal, oder Tools, die Suricata, Snort, VHBro, jetzt Zeek, die sind schon sehr lange da, das sind sehr gute Tools, die man verwenden kann, sind aber aus meiner Sicht für jetzt mich als Home-Anwender oder auch in einer KMU, wo ich jetzt nicht allzu viel Zeit investieren will in die Installation und dann für die Verwaltung, nicht so gut geeignet, weil gerade Suricata, Snort und Zeek, das ist eigentlich nur die Hälfte vom System. Also die Alarmierung habe ich da noch nicht. Das ist eigentlich nur der Sensor, der mir Daten aufzeichnet, was eben im Netzwerk läuft, dann die Auswertung und die Alarmierung, die muss ich noch irgendwie zusätzlich machen. Geht natürlich alles, also im Internet findet man sehr gute Anleitungen, wie man das umsetzen muss, ist aber eben ein bisschen aufwendiger. Dann Security Onion, das SOS, das ist, das hat in den letzten 1,5 Jahren sehr stark eine Entwicklung durchgemacht und ist mittlerweile ein sehr mächtiges Tool für das Security Monitoring, ist dementsprechend aber auch am Anfang ist man vielleicht ein bisschen überwältigt mit all den Funktionen, die es hat. Und wenn man von den Ressourcen anschaut, was es braucht, dass es läuft, doch eher hat es einen großen Ressourcenbedarf. Dann das Malcolm, das ist eine neuere Geschichte. Unten drin ist aber, glaube ich, auch Snort oder Zeek. Das zielt auch mehr Wissen auf den industriellen Bereich ab, industrielle Netzwerke, und ist aus meiner Sicht auch noch zu kompliziert, um zu verwenden. Dann das letzte Tool noch, das ist NTOP oder NTOP NG. Das, was wir dann später auch anschauen, das ist für mich so, hat die drei Elemente in einem vereint. Also ich habe den Sensor, die Anzeige und die Alarmierung kann ich in einer Oberfläche machen. Ist auch sehr von den Ressourcen her, hat sehr kleine Anforderungen. Ich kann das für das Heimnetzwerk auch auf einem Raspberry Pi
laufen lassen und brauche nicht einen Computer mit viel Arbeitsspeicher, nur um zu schauen, was im Netzwerk läuft. Genau, die Community habe ich so ein bisschen reingemacht, eben installieren, ja. Ich denke, das muss ich mir so nicht weiter erklären. Dann natürlich der Sensor, wo muss ich den Sensor platzieren, weil ich sehe ja, je nachdem, ja, das ist eben eine Frage, man spricht da von Nord-Süd-Verkehr oder Ost-West-Verkehr, was ich sehen will, darum der Kompass. Und zwar, wenn ich halt mein Smartphone habe, dann verbindet sich das mit der Internetbox, die Internetbox mit dem Internet selber. Und jetzt Nord-Süd-Verkehr wäre halt eben vom Internet zu meiner Internetbox und Ost-West-Verkehr wäre von meinem Smartphone zu meiner Kamera. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was ich eben genau anschauen will mit meinem Monitoring. Im Heimbereich würde ich jetzt mal sagen, interessiert mich, was aus meinem Netzwerk rausgeht oder eben auch reinkommt. Im betrieblichen Umfeld wäre aber die Verbindung Ost-West auch interessant zu sehen, weil wenn man Sicherheitsvorfälle anschaut, dann ist immer irgendwie der Einfall ist auf einem Gerät und dann das Gerät wird benutzt, um wie eine Entdeckungstour im Netzwerk zu machen und schauen, was habe ich sonst noch für Geräte im Netzwerk, zum halt herausfinden, ist das ein lohnendes Netzwerk oder nicht. Und da habe ich dann diese Ost-West-Verbindung und wenn ich das im Monitoring auch aufzeichnen kann, nachverfolgen kann und entsprechend alarmieren kann, hilft mir das natürlich auch bei der Schadensbegrenzung. Genau, hier so jetzt aufgezeigt, ich muss natürlich, wenn ich jetzt eben sage, ich will Nord-Süd, ich will das monitoren, was von meiner Internetbox ins Internet geht, dann muss ich, das ist so sehr bildlich dargestellt, muss ich ja natürlich irgendwo das Netzwerkkabel noch einstecken können und dann das mit dem Sensor verbinden können. Und da ist es so, dass es sehr wahrscheinlich noch ein bisschen Hardware braucht, also ich brauche noch einen Switch mehr oder andersrum, ich benutze meine Internetbox als Verbindung ins Internet natürlich, das muss so sein, baue aber nachfolgend noch einen Wireless Empfänger oder einfach nochmal so ein Gerät ein, damit ich den Verkehr dazwischen abhören oder abgreifen kann. Das kann je nachdem, was es für ein Gerät, das zweite Gerät, was es für Gerät ist, kann ich dort einstellen, dass ich den Verkehr, der rausgeht, kopieren kann. Man spricht dann von Mirrorport oder Spanport. Im Consumer-Bereich, also für zu Hause, meistens geht das nicht. Das heißt, ich müsste noch ein weiteres Gerät einbauen, das mir halt nur das Abgreifen, Kopieren macht. Das gibt entsprechende Netzwerk-Switch-Geräte, die ich dazu benutzen kann, wo ich sagen kann, ja, die erste Steckdose oder erster Port kopiere ich auf den letzten Port und dann kann ich am letzten Port eben mein Monitoring einstecken. Ja, das wäre ganz grob Überblick, oder? Was es geht von der Kommunikation über zu den Open Source Software, was es gibt und noch ein bisschen den Sensor platzieren. Ich möchte jetzt eigentlich schon mit Beispielen zuerst anfangen. Und zwar, wenn ich dann mal in mein Netzwerk reinschaue, habe ich sehe ich ganz viele Sachen und bin vielleicht nicht sicher, um was es da geht. Und zwar, wenn ich diese Adresse anschaue, myrepublik.co.nz, NZ für Neuseeland, dann frage ich mich halt, ja, warum spricht jetzt mein Gerät mit Neuseeland?
weil ich habe dort sonst keine Verbindung oder ja, nichts, was ich dort zu suchen hätte oder was meine Geräte dort zu suchen hätten. Ich sehe dann aber von der Applikation her, sehe ich, das ist NTP, also das Netzwerk Zeitprotokoll, und ich sehe auch noch eine Einschätzung von meinem Monitoring-Tool, das vergibt mir so eine Risikonummer oder Score, das ist schon mal grün, das ist in dem Sinn, sagt mir das Tool, das ist nicht so schlimm, und auch der Wert 10 ist so tief, sehen wir dann nachher, wenn wir verschiedene solche Meldungen anschauen, dann sehen wir, je höher die Zahl, umso höher das Risiko. Ich sehe auch noch, wie viele Daten, also wie viele Pakete da hin und her gegangen sind oder eben wie viele Daten und wann das stattgefunden hat. Genau, das hier noch ein bisschen größer dargestellt. Wenn ich dann das weiterverfolgen will, dann schaue ich natürlich, ja, mit wem spricht dieses Gerät da in Neuseeland, und ich sehe halt, ja, das ist ein Gerät bei mir. Ich weiß dann, was es ist. Das ist so ein NAS, also Synology NAS vielleicht, wenn es jemand auch sonst im Einsatz hat. Und ich gehe dann dort natürlich schauen, ja, NTP, Zeit, wo kann ich das einstellen? Und sehe dann in der Einstellung, ich habe da eingestellt pool.ntp.org. Also ich habe nicht genau spezifiziert, wo mein Zeitserver sein soll. Und das ist dann die Erklärung, warum das nach Neuseeland geht, weil einfach, ja, mehr nach Zufall wird das halt so nach Neuseeland geleitet. Ist auch nicht immer Neuseeland, wenn man das über die Zeit anschaut, dann sieht man, dass es wechselt, geht irgendwie wie einmal um die Welt und dann fängt es wieder von vorne an. Ich kann natürlich jetzt da meinen NTP-Server einstellen, dass ich sage, ja, ich will nur einen NTP-Server aus der Schweiz, und kann so dann diese komische Adresse eliminieren. Dann ein zweites Beispiel ist Klartext-Passwörter, halt überall dort, wo ich Dienste habe, die noch nicht verschlüsselt sind, also wo man halt alle Daten, die übers Netzwerk gehen, mitlesen kann. Dort kriege ich auch ein Alarm. Ich sehe auch schon von der Nummer her, bin ich jetzt bei 100, das ist rot, und ich sehe da halt HTTP, also das ist irgendwie über einen Webbrowser, und ich sehe dann, wohin das gegangen ist, also Kalender von der UEFA, also wahrscheinlich irgendwie Fußballkalender, wo man da ein Konto einrichten kann und dann auf die entsprechenden Daten kommt. Das bedeutet aber eben mit diesen Klartext-Passwörtern, jeder, der irgendwo im Netzwerk dazwischen ist, der kann diese Passwörter auch mitlesen, und das heißt, ich könnte mir im Wireshark dann das genauer anschauen und sehe dann dort, was es eben für ein Passwort ist, und kann mich natürlich so auch mit diesem Kalender verbinden. In dem Beispiel vielleicht nicht so kritisch, oder? Im Kalender wahrscheinlich ist das nur Sachen, die man lesen kann. Wenn ich aber daran denke, wenn es etwas anderes ist, zum Beispiel meine E-Mails, die ich online anschaue, und ich sehe dann im Monitoring, dass das auch über Klartext geht, dann ist das sicher nicht so gut. Und das wäre halt ein Beispiel, wo wenn ich Richtlinien im Betrieb habe, dass das alles verschlüsselt sein sollte, sehe ich dann halt, wo ich noch etwas habe, was nicht verschlüsselt ist. Dann gibt es bei den Firewalls, also oder Routern, gibt es die Möglichkeit, dass ich nach Geo-Information, also woher die IP-Adresse kommt, dass ich da gewisse Regeln einbauen kann, dass ich sagen kann, ja, ich will nur IP-Adressen zulassen, die aus der Schweiz sind oder Schweiz, Deutschland, Österreich, und alle anderen IP-Adressen werden abgewiesen. Das ist aber ein bisschen problematisch, weil diese IP-Adressen werden vielfach von dem die IP-Adresse gehört, weitervermietet. Und
je nachdem nochmals weitervermietet. Das heißt, es ist sehr schwierig zu sagen, wo jetzt genau die, woher jetzt genau der Datenverkehr kommt. In dem Fall, die Firewall hat gesagt, ja, die Daten, die IP-Adresse ist aus Deutschland, hat es durchgelassen. Im Netzwerkmonitoring ist dann aber ein Fehler, also hat es einen Alarm gegeben, weil das Netzwerkmonitoring gesagt hat, nein, die IP-Adresse kommt aus Hongkong. Wenn man das dann noch angeschaut hat im Virus Total, hat man dann auch gesehen, ah, das ist eher rot, oder? Also wahrscheinlich nicht so gut. Das als Beispiel, dass dann so die Mehrstufigkeit, also das, es kann auch sein, dass das Monitoring es falsch herum erkennt haben könnte und die Firewall richtig. Also es zeigt einfach auf, dass man es Sicherheit auch immer mehrstufig aufbauen sollte. Und natürlich kann ich auch, wenn ich Schadsoftware eben im Netzwerk hätte, würde ich die natürlich kennen. Das wird dann immer sehr, ich sage dem sehr laut, oder? Weil es ganz viele Alarms dann gibt. Hier ein Beispiel, weiß gar nicht mehr genau, was es war an Schadsoftware. Es gibt da eine Website, Malware Traffic Analysis. Da kann man aufgezeichnete Netzwerkdaten herunterladen und dann kann man das im Monitoring-System einfach so laufen lassen und sieht dann eben, welche Alarme da losgehen. Also ganz Score as Attacker, oder man sieht dann die Nummer, die vorher so bei 10 oder 100 war, ist dann auf einmal bei 12.000. Halt eben, weil so viele Elemente da anschlagen. Die Webseite ist auch sonst, wenn jemand dann interessiert ist, da ein bisschen genauer reinzuschauen, sehr empfehlenswert, weil es hat viele Anleitungen, Tutorials drauf, wo man eben ja sich weiterbilden kann rund um das Thema Netzwerkmonitoring. Gut, dann möchte ich auf das Live-System wechseln. Und schauen, bis es geladen ist. Genau. Wie immer gibt es natürlich auch so ein schönes Dashboard, wo man irgendwas sieht. Da so groß die Top-Applikationen. Man sieht, ja, Apple ist da noch prominent, dann natürlich Netflix, Facebook, Google und noch ein bisschen OpenVPN. Ja, man sieht so die IP-Adressen, die am meisten da Traffic, also die höchsten Bandbreiten haben oder am meisten Daten senden, ist jetzt aber aus Monitoring-Sicht nicht so interessant. Ich wechsle mal auf die Flows. Das wären eben nur noch, also ich sehe halt hier, wer Client-Server, wer mit wem spricht, wie lange schon die Verbindung aufsteht. Dann sieht man die aktuelle Datenrate, wie viel Daten schon geflossen sind. Und man sieht eine Aufteilung, wie die Daten gehen. Also in dem Fall gehen sie eigentlich nur vom Client zum Server. Es gibt natürlich noch andere Beispiele, wo es eventuell, Moment gar nicht, wo es verteilter wäre. Nein. Sieht alles nur dazu aus. Aber ich kann mal, also das sind die aktuellen Daten, was im Moment gerade läuft bei mir im Netzwerk. Man sieht dann, ja, ein Raspberry Pi irgendwie hat eine Verbindung offen. Dann hier von abuse.ch. Abuse.ch, das wäre ein Dienst in der Schweiz, wo man auch Malware, IP-Adressen, die Malware-Schadsoftware haben, nachschauen kann. iCloud natürlich, vom Apple her, sehe ich halt alles, was in meinem Netzwerk läuft. Was aber noch interessant ist, gerade auch für den Unternehmenseinsatz, direkt sehe ich jetzt so keine Benutzerdaten. Also ich sehe natürlich, welche Webseite jemand aufgemacht hat. Mal schauen, wenn ich das nach Applikation, kann ich das nach DNS filtern
und sehe, was da im Moment gerade läuft. Und da würde ich halt sehen, wenn jetzt jemand dann sbb.ch aufmacht, sehe ich das hier in der Info. Aber sonst weiter, also wenn, vom E-Mail oder so, sehe ich dann keine weiteren Daten. Genau, aber auch das ist aus Security-Sicht, ist einfach aktuell gerade was läuft. Aus Security-Sicht sind aber die, was halt schon passierte, interessant. Wenn ich da mal einen Tag zurückgehe, dann sehe ich in den Flows habe ich schon fast 5000 Alarme. Ich sehe dann, wie das verteilt ist über die Zeit. Und wenn ich da eben genauer reinschaue, sehe ich dann, vom Score her, oder? Also wie die 100, vielleicht nicht so schlimm, dass wir sortieren nach Maximum hier, da habe ich 250. Das heißt, irgendwas hat hier eine Binärdatei übertragen von einem Rechner auf einen Rechner bei mir im Netzwerk. Ich kann natürlich da Details anschauen, habe hier jetzt zwar nicht viel Details drin, wenn ich mal schauen, ob es hier noch etwas mehr gibt. Ich sehe die Adresse, woher das kommt und eben natürlich, woher das bei mir geht. Ich habe Zeit noch, ja, hat so gewisse Informationen drin. Gehe wieder zurück. Wenn ich jetzt sage, ja, ich will mal, habe hier so die 10 Alarme, die am meisten auftreten. Was wäre hier vielleicht noch interessant? Suspicious DNS-Verkehr. Mal schauen, was da drin ist. Da sagt er irgendwie, da habe ich von extern irgendwas, was nicht so gut ausschaut. Ich sehe aber die Adresse mit securitydebian.org. Ich kann die Adresse kopieren und zum Beispiel im VirusTotal dann nachschauen, ob das eben jetzt etwas Böses ist oder nicht. In dem Fall aber Debian für eine Linux-Distribution ist das wohl ein False Positiv, also ein Alarm, der eigentlich keiner ist. Und ich muss das nicht weiter berücksichtigen. Dann eben ich habe die Alarme hier. Ich kann hier gewisse Sachen zu dem Alarm auch einstellen und kann sagen, schauen, ob das hier, ich kann jetzt in dem Fall einfach Geräte, also IP-Adressen, die ich nicht von diesem Alarm, die nicht alarmieren sollen, kann ich hier eintragen, damit sie dann eben keinen Alarm generieren. Oder ich kann für, so wie mein Netzwerk aufgebaut ist, das wäre auch DNS, und zwar habe ich Unexpected DNS, das heißt, wenn ein DNS-Server erkannt wird im System, den ich halt hier nicht als erlaubter Server vorgegeben habe, dann gibt es auch ein Alarm. Dasselbe gibt es auch für DHCP. DHCP. Habe ich jetzt vielleicht gar nicht eingeschalten, genau, der ist hier noch ausgeschalten. Das wäre auch speziell im Unternehmensbereich interessant. Normalerweise habe ich im Netzwerk einen DHCP-Server, also in einem Bereich, und wenn da auf einmal ein zweiter erkannt wird, dann ist das sicher nicht gut und muss abgeklärt werden. Zu Hause habe ich eine Internetbox, oder, und da ist die Gefahr nicht da, dass ich dann auf einmal mehrere DHCP-Server habe. Was natürlich, was ich auch erwähnt habe, wegen der Alarmierung, für das muss ich auf System wechseln und da habe ich Notification, heißt das, Alarmierung. Ich kann mal einrichten, über welchen, sage ich jetzt, Kanal alarmiert werden soll. Also ich habe Discord zum Beispiel oder was vielleicht sonst, was gibt es noch?
E-Mail könnte ich mir einrichten, dass ich muss dann die Daten eintragen. Das heißt, jedes Mal, wenn es einen Alarm gibt, wird eine E-Mail versendet. Hier ist nur der, in dem Sinn der Server-Teil, also wohin das genau geht, das muss ich dann noch beim Empfänger definieren. Also wer soll die E-Mail erhalten? Und ich kann noch sagen, was für Alarme ich dann wirklich weitersehen oder weitergeben will. Weil eben, wie vorher gesehen, wenn ich natürlich in einem Tag schon 4000 Alarme habe und die kommen alle als E-Mail rein, dann sind das so viele, dass ich bin auf falschem Interface. Sind das so viele Alarme, da bringt es nicht mehr, oder sind dann zu viele, schauen, wo jetzt die hingegangen sind, verloren, last day. Das ist aber, vorher war das richtig. So. Last day. Ja, hier. So, jetzt habe ich alle, habe auch noch die nicht, nicht rot sind, also von dem her nicht so mehr als Information gedacht. Und eben, wenn ich diese 4000 Alerts, Alarme mir immer per E-Mail senden würde, dann ist das zu viel. Das heißt, ich kann es einschränken, ich kann nur die Alerts weitersenden, die aus meiner Sicht kritisch sind und dann eben eine Aktion brauchen. Was es auch noch hat im so Maps, Host Maps, und zwar sehe ich hier, kann ich verschiedene so Vergleiche aufzeichnen. Also ich kann sagen, zum Beispiel das Verhältnis, also wer sendet mehr, also remote und lokal. Kann ich aufzeigen, hier sehe ich jetzt gar nicht so viel. Hier vielleicht die DNS, also die Abfragen ans Telefonbuch und die Antworten dazu. Wenn ich hier schaue, dann ist ganz prominent da an zwei Stellen ist ein Pi-Hole, das ist so ein lokaler DNS-Service, Werbeblocker, den man sich einrichten kann. Und der empfängt natürlich alle DNS-Anfragen in meinem Netz und sendet auch alle weiter. Darum ist er mit der Zahl so hoch. Wenn man aber mal ein Beispiel macht mit Malware-Daten, dann kann man eben daraus schon sehen, welches Gerät mit Malware infiziert ist. Hier übersichten, das geht dann schon tief in die Technik rein. Aber auch hier, je nachdem, sieht man halt optisch, wenn ein Gerät da ein bisschen aus der Reihe fällt, ist eventuell etwas nicht gut und ich muss dem nachgehen. Hierzu muss ich sagen, dass es gibt noch weitere Maps, also so wie diese da, wo ich halt die Verbindungen zu den, also die Datenverbindung, wer spricht mit wem sehe, das ist aber in der Open Source Version nicht enthalten. Also es gibt noch eine Enterprise Version, eben gerade für KMU-Umfeld, wo dann das sinnvoll ist. Wenn man jetzt aber zu im Weiterbildungs-, also Education-Bereich oder Non-Profit-Bereich benutzen will, dann kann man sehr gerne beim Developer, beim Entwickler nachfragen. Und er ist eigentlich sehr großzügig und gibt eben auch eine Enterprise-Lizenz raus für eben Ausbildung oder Non-Profit oder wenn ich ein Spital bin oder eine Universität, dann kriege ich die Lizenz auch so, also kostenlos. Gut, ich glaube, von der Zeit her sind wir bei 45 etwa, von der ich bin auch von der Demo da durch. Jetzt wäre das Fenster offen für Fragen.
wenn oder Sachen, wo wir noch genauer anschauen wollen. Dann stehe ich zur Verfügung. Gut, wunderbar. Herzlichen Dank, Martin. Sieht nicht danach aus, als wären noch große Fragen hereingekommen. Ich würde sagen, wir schließen hier sonst auch jetzt die Aufzeichnung. Und ich danke nochmal recht herzlich für den Vortrag. Sehr spannend gewesen. Auch jetzt für mich werde ich gerne mal das Ganze anschauen. Und schauen, was man da alles noch mitnehmen kann. Die Kommunikation, die Fahrt auch, ist sicher interessant. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und falls noch private Diskussion gewünscht ist, dann können Sie diese jetzt nach dem Abschluss hier starten. Danke vielmals. Ja, danke auch.